Mit dem letzten Tageslicht bin ich in der letzten Episode in Porto angekommen. Diese Woche geht's weiter bis nach Qashqai und von dort dann auf die große Generalprobe für die Atlantiküberquerung. Aber dass die ein bisschen anders verläuft als geplant, seht ihr im Video. Für meinen Stopp in Porto hatte ich eigentlich nur einen Punkt offen und das ist ein Hersteller von Portwein besuchen und eine Portweinverkostung durchzuführen. Und ja, da ich 2019 an meinem Besuch eigentlich schon alles gesehen hatte, habe ich das dann auch als erstes gemacht. Also rein in den ersten Laden, der Portwein herstellt. Das war Sandemann auf dem Weg von der Marina in die Innenstadt. Und da habe ich mir für 17 Euro ungefähr 45 Minuten lang viele Fässer angeguckt und um 10 Uhr morgens dann eine Portweinverkostung gemacht. Die mochte noch nicht ganz schmecken um die Zeit. Und ja, so bin ich dann relativ schnell danach noch in die Stadt gegangen, habe da noch ein bisschen rumgeguckt und mich dann aber wieder Richtung Marina aufgemacht, wo ich das Boot vorbereitet habe, um weiter Richtung Süden zu fahren und weiter den Orcas zu entfliehen. Also, wie es fast schon Routine für die letzten Wochen war, morgens in aller Herrgottsfrühe Leinen los, aus dem Hafen raustuckern und Richtung Süden. Belohnung für einen frühen Start in den Tag ist immer der fantastische Sonnenaufgang und die ruhige Stimmung auf dem Wasser, wenn man die Marina verlässt und raus auf den Atlantik fährt.
Als ich wieder bei herrlichem Sonnenaufgang morgens Figuerada Foz verlassen habe, die Marina, kam dann in der Flussmündung direkt ein Frachter entgegen. Der Schlepper wartet hier schon, der rote links. Und dann ist auch noch ein Lotsenboot reingekommen, was aufgepasst hat, dass ich nicht in die Fahrrinne fahre, wobei ich außerhalb des Fahrwassers unterwegs war. Also von daher alles gut. Aber das Lotsenboot hat sich dann trotzdem nochmal zwischen den Frachter und mich gestellt, einfach um sicher zu sein, dass ich da keinen Blödsinn mache. Nachmittag bin ich dann an Nazaré vorbeigekommen, wo sich bei mehr Wind und Welle riesige Wellen aufbauen, die perfekt zum Surfen sind, also für Profis, weil die Wellen sind, glaube ich, über 20 Meter hoch. Und da es aber ein ruhiger Tag war, bin ich einfach dran vorbeigefahren, habe es mir aus der Ferne angeschaut und bin dann weiter bis nach Piniche gefahren. Ist eine recht moderne und mondäne Marina, die hier, glaube ich, auch die teuerste unterwegs war. Ich habe über 40 Euro für mein kleines Bötchen pro Tag gezahlt. Und ja, aber man konnte auch ein paar Superjachten bestaunen, die vorne am Eingang lagen. Und auch die Stadt ist echt super mit vielen alten und sehr schönen Gebäuden. Aber ich habe hauptsächlich das Boot vorbereitet, den Gennaker mal ausgepackt, da es auch leicht Wind auf der Strecke haben sollte und ich jedes bisschen vom Wind nutzen musste, um bis nach Madeira zu kommen. Am 7. September war dann das Wetter endlich so, dass ich eine Chance gesehen habe, auf Madeira anzukommen. Das Wetter sollte die ersten anderthalb Tage ganz gut Wind zum Segeln haben, dann anderthalb Tage bis zwei Tage Flaute und dann zum Schluss nochmal ein bisschen Wind, leider direkt aus Richtung Madeira. Aber ich hatte mir ausgerechnet, wenn ich schnell genug unterwegs bin, dann müsste ich es noch genau bis Madeira schaffen. Sea Cloud Spirit in der Ferne. Also nix wie los, und als ich aus Qashqai rausgefahren bin, habe ich erstmal die Sea Cloud gesehen, ein Dreimaster, zwar nur aus der Ferne, aber recht imposanter Eindruck, und bin dann ganz gemütlich rausgesegelt auf den offenen Atlantik Richtung Madeira. Thank you.
So, da wird gerade das neue Wetter runtergeladen. Da habe ich den Plotter ein bisschen im Blick. Da sieht man nicht viel. Gerade draußen gewesen und die Genua ein bisschen gerefft, weil nachdem wir jetzt 6-7 Knotenwind hatten, ist er plötzlich auf 16-17 hochgegangen. Und ja, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Falls es dann doch noch mehr wird durch eine Unwetterzelle, sind so kleine Regengebiete, die hier durchziehen, dass mir da nicht irgendwas am Rig passiert. Na, mal sehen, jetzt noch mal ein Stündchen weiter schlafen. Wenn es so bleibt, ist gut, kommen wir ein bisschen voran. Bin sowieso schon hoffnungslos hinterm Zeitplan hinterher, aber toi toi toi, bis jetzt soweit ganz gut. Konnte in den Flautenzeiten leider nicht immer dieseln, weil der Diesel nicht ganz ausreicht, um bis nach Madeira zu motoren. Deswegen versuche ich jetzt alles an Wind mitzunehmen, was geht, damit ich dann, wenn es erforderlich ist und die richtige komplette Flaute kommt, die eigentlich heute Morgen oder heute Mittag losgehen soll, bis Samstagabend, also anderthalb Tage, dass ich da dann gegebenenfalls durchmotoren kann. Aber schauen wir mal, wie es wird. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Am 10. September kam dann gegen Abend langsam wieder Wind auf, dass ich segeln konnte, und in der Nacht zum 11. September nahm der Wind dann deutlich zu und drehte leider auch schon viel zu früh genau auf meine Nase, so dass ich den Kurs Richtung Madeira nicht mehr halten konnte. So dramatisch war es natürlich nicht, aber leider habe ich alle meine GoPro-Aufnahmen verloren. Ich weiß noch nicht, woran es liegt, und deshalb musste ich die Fantasie jetzt ein bisschen anders anheizen. De facto konnte ich den Kurs Richtung Madeira nicht halten, habe begonnen zu kreuzen über fast anderthalb Tage und habe dann beschlossen, Richtung Süden nach Lanzarote abzubiegen. Nach meinen Berechnungen hätte ich Madeira auch absolut erreichen können in circa anderthalb Tagen, aber das hätte bedeutet, anderthalb Tage gegen den Wind und die Wellen anzukreuzen und anzubolzen, und das wollte ich mir und auch dem Boot nicht antun, weil es nicht unbedingt sein musste, und in anderthalb Tagen wäre ich schon ein gutes Stück Richtung Lanzarote. Und das war dann auch deutlich angenehmer. Ich konnte fast anderthalb Tage lang unter Gennaker komplett durchfahren, auch die Nacht durchfahren unter Gennaker, und habe so ganz gut Strecke gemacht Richtung Lanzarote.
Ein Thema war Strom. Ich konnte den Dieselmotor zur Stromproduktion nicht mehr anwerfen, weil ich nicht mehr genug Diesel hatte nach den fast 2 Tagen Flaute auf dem Weg nach Madeira. Und deshalb habe ich den Hydrogenerator nochmal eingesetzt und getestet. Und der konnte auch so bei 5 Knoten ungefähr den Ladezustand der Batterien halten, sodass ich nie unter 50% gerutscht bin. Und hätte allerdings gut die Solarpaneele gebrauchen können dann auf der Fahrt. Aber ich habe es bis 60 Meilen an Lanzarote unter Segeln rangeschafft. Und von dort hatte ich dann wieder nach meinen Kalkulationen ausreichend Diesel, um den Rest Motoren zu können. Ja, mal sehen, was das Saarflugzeug will. Kommt wirklich haargenau auf mich zugeflogen. Das haben wir nicht ganz sicher eben, ob die mich schon angefunkt haben. Aber ich glaube, die haben noch irgendein Motorwessel gerufen. Aber die werden sich dann gleich schon nochmal melden. Und ja, eigentlich wollte ich jetzt ja nur noch in Ruhe ankommen, da die Dieselvorräte so gut wie aufgebraucht sind, muss ich so weit wie möglich segeln und kann dann noch 10 Stunden ungefähr Motoren die letzten Meilen bis La Graciosa, das ist ja der nächste Hafen auf Lanzarote bzw. davor, der eine Tankstelle hat. Deswegen ist das eigentlich jetzt so ein bisschen eine Zitterpartie, wie weit der Wind noch hält, dass ich segeln kann. 4 Knoten mache ich jetzt ungefähr mit dem Gennaker. Und dass ich dann so nah rankomme, dass ich die letzten 10 Stunden Motoren kann, dann hoffentlich morgen Abend da ankomme. Kanaren sind ja ein Hauptzielgebiet für Flüchtlinge aus Afrika auch, oder beziehungsweise welche, die von dort starten mit Schlauchbooten. Und da hat man hier schon relativ viel Verkehr dann so auf dem Meer. Und wenn die Inseln halt verpassen, dann treiben sie auch hier raus. Ja, mal sehen. Das hatte ich jetzt so gar nicht mehr auf dem Schirm, aber mal sehen, was sie gleich erzählen, wenn sie überhaupt was erzählen oder einfach nur drüber wegfliegen, um zu gucken. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please. Da ich nicht genau wusste, wie lange mein Diesel noch reicht, die Tankanzeige ist leider kaputt, bin ich zur ersten verfügbaren Dieseltankstelle gefahren. Die ist auf La Graciosa im Norden von Lanzarote, ein kleiner Naturpark, eine vorgelagerte Insel. Aber die wollten mich gar nicht haben. Der Hafenmeister wollte mich erst gar nicht reinlassen. Ich habe dann die Notfall-Joker gezogen und gesagt, ich hätte keinen Diesel mehr und kann nicht weiterfahren, bevor ich nicht tanken kann. Daraufhin durfte ich dann ans Fuel-Dock fahren, was leider kein Schwimmsteg war. Und bei 4 Meter Tidenhub musste ich dann lange Leinen ausbringen und eine halbwegs unruhige Nacht am Tankdock verbringen. Wobei in Summe war es dann trotzdem noch okay. Und natürlich hat die Tankstelle erst am nächsten Morgen um 10 Uhr aufgemacht. Dann habe ich den Dieseltank gefüllt und bin dann ganz gemütlich Richtung Süden zur Marina Rubicon auf Lanzarote gesegelt. Aber das schauen wir uns dann nächste Woche an, wie es zur Marina Rubicon runtergeht, quasi meinem zweiten Zuhause auf Lanzarote. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wünsche euch eine schöne Woche. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte jetzt rechts unten auf dem roten Button. Lasst auch gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.